Hallo ihr Lieben, hier ist der Joe aus der Basteloase. So, heute gibt es mal einen kleinen IKEA-Haul für euch. Und zwar wollen wir unser Bastelzimmer noch etwas mehr optimieren. Es finden sich ja immer noch Stellen, wo man noch was verbessern kann. Und deswegen waren wir bei IKEA und da haben wir unter anderem einmal so eine Lochwand mitgenommen. Die kommt bei mir noch in die Wand. Und da kann man eben so ganz viele verschiedene Sachen einhängen, so Behälter und so Haken reinmachen, an denen man dann Klebeband und sowas aufhängen kann. Also ein bisschen sowas, wie es das auch quasi für den Werkstattbereich gibt. Das gibt es bei IKEA. Das Ordnungshelfer für die Wand. Das haben wir mitgenommen. Dann haben wir einmal mitgenommen hier so ein Dröhner. Das ist so geil. Das sind diese Einschubkästen aus Stoff und Pappe für die Kallax-Regale. Die haben genau die Maße, so dass die reinpassen. Da haben wir noch mal einen von mitgenommen. Dann haben wir mitgenommen für die Küche noch mal diese tollen Schwämme hier. Diese Spülschwämme, weil wir haben die Erfahrung gemacht, dass die echt gut sind. Also lässt sich super mitarbeiten. Und auch mit sauber machen. Und die kann man auch durchaus mal einmal mitwaschen und wieder benutzen. Das ist gut daran, das haben wir schon gemacht. Da haben wir gleich ein paar mehr Stück von mitgenommen. Insgesamt drei Packungen, sind immer drei Schwämme drin, im Einkaufskorb gelandet. Dann haben wir noch mitgenommen mal eine neue Spülbürste. Braucht man ja auch immer. So, das ist das, was wir für die Küche mitgenommen haben. Und dann haben wir mitgenommen für die Lochwand einmal hier diese Behälter. Skadis Behälter. Keine Ahnung, ob ich das richtig ausspreche. Jetzt habe ich heute mal einen von ausgepackt. Ja, genau, das sind halt diese kleinen Behälter hier. Und die kann man halt hier hinten mit diesen Haken einmal dann in die Wand hängen und dann sind die auch stabil. Das Schöne ist, die sind aus Metall. Ja, also stabil und langlebig und Metall ist ja doch der bessere Werkstoff. Davon haben wir vier Stück. Schon habe ich davon mitgenommen, da kann vier Kleinkram rein, Stifte und sowas, dafür ist das immer super. Und dann haben wir auch mal mitgenommen diese Urkutzenmesser. Dann haben wir diese Aufbewahrung. Das sind halt so kleine Borte quasi, auch so kleine Fächer, die eine gewisse Tiefe haben, die man eben auch gut daran hängen kann. Und die sind eben zum Beispiel optimal für Bänder. Da kann man super Bänder reinstellen und die dann an die Wand machen. Das haben wir bei uns hinter der Tür auch, hattet ihr ja schon gesehen. Da haben wir auch diese Lochwand. Da haben wir auch einige von denen. Die sind halt auch äußerst praktisch. Da sind drei Stück von im Einkaufswagen gelandet. Dann haben wir mitgenommen einmal hier diese kleinen Aufsteller hier. Ja, das sind eigentlich sind das so Tablethalter oder Handyhalter für den Tisch. Wir wollen die aber haben zum Präsentieren. Ne, da kann man dann zum Beispiel auch eine Karte reinstellen. Ne, so. Und die halt so ein bisschen präsentieren kann und die auf den Tisch stellen kann. Und so ein kleines Präsentierding. Ne? Davon haben wir auch nochmal drei Stück mitgenommen. Einfach mal zum Ausprobieren. Ne? Eben ging das doch, Karte reinstellen. Ja, das geht auch. Genau. So, ne? Steht sie auch. Kann man schön die Karte mal mit präsentieren. Da haben wir auch drei Stück davon mitgenommen. Und dann, was man natürlich auch nie genug haben kann, sind diese Haken für die Lochwand. Die gibt es ja in ganz vielen verschiedenen Größen. Das sind die langen davon. Die haben wir das letzte Mal zu Lochwand geholt haben, nicht gekriegt. Wir sind froh, dass wir sie jetzt mal gekriegt haben. Weil da kann man natürlich jede Menge Sachen ranhängen. Da kann man Klebeband ranhängen und solche Sachen. Und eben auch mehrere hintereinander, dass man da immer gleich einen Vorrat hat. Dafür sind die einfach super praktisch.
Ja, die halten dann auch was ab. Wenn wir noch Scheren dranhängen, mehrere hintereinander oder so. Und das Ganze haben wir nochmal mitgenommen, eben auch, haben wir nochmal die kleine Variante von mitgenommen. Das ist anscheinend so etwas einfacher, aber da kann man auch super Scheren oder sowas ranhängen. So kleinere Sachen oder auch so ein Messer oder so ranhängen, dass man da Werkzeug ranhängen kann. Dafür sind die eben auch super praktisch. Und dann haben wir nochmal so andere einfache Aufhänger mitgenommen. Das sind quasi einfach so eine Art Knöpfe, ne? Das kann man als solche Halter, passt zum Beispiel auch super, eine Rolle Klebeband drüber, ne? Oder auch, ja, die kleinen jetzt nicht, aber eine Schere hat mit einem größeren Dings, passt auch gut eine Schere rüber zum Beispiel, ne? Da sind in einer Packung immer fünf Stück drin, für einen Euro, kann man nicht meckern, kann man auch immer gebrauchen, kann man auch dort Schüssen machen. Und dann kann man schön diese Wand super organisatorisch voll machen. So, das war der kleine Carehall. Und jetzt geht es weiter mit einer kleinen Roomtour nach der Optimierung. Bis gleich. So, nun komme ich zu dem neu gestalteten Teil. Wir haben ja mal wieder noch ein bisschen optimiert, wie ich vorhin schon angedeutet habe. Da habe ich euch ja die Sachen gezeigt, die wir dafür gekauft haben. Und nun habe ich bei mir am Schreibtisch noch mal ein bisschen umgeräumt. Da unten auf dem Regal habe ich jetzt noch ein bisschen was anderes liegen. Natürlich wieder mein Stemperator und meine Schrottbox und eben jetzt ein paar andere Werkzeuge. Denn an dieser Wand, wo vorher noch Regale waren, beim letzten Haul, wer sich erinnert, habe ich jetzt diese tolle Lochwand von IKEA mit den ganzen Ablagen und Haken und habe da meine ganzen Sachen aufgehängt. Hier in der Ecke zum Beispiel mit den langen Haken, diese ganzen Buchecken, quasi so ein bisschen als wenn man beim Teddy drin, und diese ganzen Buchecken aus Metall, die ich hier habe, habe ich eine ganze Menge von, für die Journals und so dahin gehängt. Dann habe ich hier Scheren hingehängt, mein Roller, mein Linoleumroller zum Andrücken von Seiten und so. Und dann hier noch weitere Scheren. Das sind so kleine Tools, um Papier an der Seite so ein bisschen anzurauen. Und dann halt diese Kästen hier, wo ich so Werkzeug drin habe. Dann hier unten eine Ablage mit Klebematerialien drauf. Hier habe ich mal einen großen Haken mit Klebeband. Mit doppelseitigem Klebeband. Da kann man, wie man sieht, jede Menge Rollen drauf machen. Dann habe ich hier so noch mehr Tools, Pinzetten und sowas reingetan in diese Box. Hier mal die ganzen Stifte, hier die ganzen Falzbeine und sowas und Tools. Und hier oben dann die ganzen Bänder. Hier auch nochmal so Klebstoff, da ist noch so Strukturpaste und sowas drauf, was man so braucht. Da oben habe ich auch nochmal Platz für Bänder, da sind die ganzen Garne von Stampin' Up zum Beispiel drauf und noch andere Bänder. Dann habe ich das Regal hier drüber einfach höher gemacht. Da ist die Aufbewahrungsbox für die Stempelblöcke von Stampin' Up. Und halt noch so ein bisschen Kleinkram, der Embossing, das Embossing-Tool und sowas. Das ist das, was ich hier geändert habe. Und dann haben wir den Bereich hier unter dem Fernseher auch nochmal optimiert. Und zwar, da unten haben wir immer noch das Kallax-Regal. Jetzt haben wir hier an der Seite den Drucker draufstehen und daneben habe ich meine Stanzmaschine. Dann haben wir hier noch ein Regal mit Stanzern drauf. Hier mal ein Regal, wo mal fertige Projekte stehen. Einfach mal so ein bisschen Deko. Und hier oben haben wir die ganzen Handstanzer. Und da haben wir diese super schöne Goodie-Schachtel mit Beleuchtung, die Andrea heute gemacht hat in einem anderen Video, die einfach total süß ist, total klasse. Ihr könnt jetzt sehen, das mit dem Flackern auch. Ich glaube, ihr könnt das richtig gut sehen. Und dann haben wir auf das Regal, weil da hatten wir noch einen von über, einen von diesen quadratischen Vierern Kallax-Regale draufgestellt, um halt noch mehr Platz zu schaffen. Und da haben wir jetzt die ganzen Papiere von Stampin' Up drin, das sind den ganzen Farbkarton, den haben wir jetzt hier in diesem Regal,
weil da kann man besser blättern, da fällt das nicht so um und es passt eben perfekt rein. Und da haben wir unten die Gemini Junior, da haben wir noch Papiere, hier ist unsere Big Shot, weil da ja die alten Bix-Platten und so auch durchpassen. Da ist die Gemini Go. Genau, und ansonsten hat sich hier in dem Raum nichts weiter verändert. Aber ich habe beim letzten Mal vergessen, euch etwas zu zeigen, was wir im Wohnzimmer haben. Und das zeige ich euch jetzt gleich noch kurz. Ja, und Andrea hat mich gerade noch mal darauf hingewiesen, sie hat ihren Bereich ja auch noch mal umgestaltet. Dadurch, dass sie die Bretter hier auch verschieben mussten, hat sie das auch gleich noch mal ausgenutzt. Ja, und mit ihren Stempelkissen und den Stiften das noch mal optimiert. Hier ist unsere Stempelabreihe. Hier oben sind wieder die ganzen Sachen von Crafters und auch ganz viele von den Handstanzern. Das sind eben vor allen Dingen die, mit denen Andrea arbeitet. Die hat sie natürlich genommen. Da sind die Nachfülltinten. Und in diesem Regal, was jetzt hier an der Seite steht, sind unten die ganzen Spectrum Noir Blends, die Tri-Blends von Crafters. Die hat sie jetzt hier sich alle mal reinsortiert. Und sind dadurch schön griffbereit, sind ausgepackt und griffbereit. So, jetzt geht's kurz ins Wohnzimmer. So, hier ist auch gar nicht so viel. Hier sind einfach nur nochmal die ganzen Bastelboxen von Crafters, die Andrea ja im Laufe der Zeit gesammelt hat. Die haben wir hier im Wohnzimmer noch auf die Regale gestellt. Ihr seht, die stehen jetzt hier schön dekorativ, stehen die jetzt hier auf dem Regal. Und auch so haben die einen guten Platz gefunden. So, ihr Lieben, das war's mit unserer Umgestaltung, also mit der Roomtour nach der Umgestaltung und vorweg dem IKEA-Haul dafür. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß beim Zuschauen. Vielleicht konnte ich euch ja noch mal ein bisschen inspirieren, wie man auch auf wenig Raum viel machen kann und seinen Bastelbereich ja noch ein bisschen optimieren kann. Ich hoffe, ihr hättet immer wie immer Spaß beim Zuschauen. Lasst uns gerne einen Kommentar da, einen Daumen nach oben, da freuen wir uns drüber. Und wenn ihr es noch nicht habt, gerne ein Abo, da freuen wir uns natürlich auch drüber. Und ansonsten, wie immer an dieser Stelle, noch einen wunderschönen Abend. Bleibt gesund, liebe Grüße aus der Basteloase.